Ja Leute, wir stellen uns heute die Frage, wie viele der 34 verschiedenen Formel 1 Weltmeister ich in 7 Minuten erraten kann. Ich bin sehr gespannt, wir werden auf jeden Fall reinstarten. Es gibt bestimmt auch Fahrer zwischen 1950 und 1980, die man vielleicht nicht am Schirm hat und die auch vielleicht nur einmal Weltmeister geworden sind. Und falls euch das gefällt, kommt auch bald ein Part 2 mit den verschiedenen Konstrukteurs-Weltmeistertiteln, die es vermutlich noch schwieriger machen. Aber wir starten hier jetzt mal rein. Abonniert den Channel gerne kostenlos, lasst gerne ein Daumen da und schaut unbedingt gerne auf TikTok vorbei. Ein Best-of und vor allem werde ich auch versuchen, vielleicht ein paar Parts darauf zu laden. Los geht's. Und wir fangen mal an mit Verstappen. Der ist natürlich der amtierende Weltmeister. Hamilton davor. Och. SL vergessen. So, das Problem ist natürlich auch die Schreibweise. Vettel davor. Auch cooler Fahrer. Rosberg. So, Keke auch gleich. Das ist natürlich super. Aber den hätte ich auch gewusst. 2007 hatten wir Räikkönen. So, 2006 Alonso. Button natürlich auch noch. Und dann Häkkinen. 97 war es dann, boah. Villeneuve. Ach, ich kann den scheiß Namen nicht schreiben. Sprachen lernen, Bubble. Ich weiß nicht, sorry Leute. Das wird mir noch zum Verhängnis, ich sag's euch. 96, das war der gute Damon Hill. Dann haben wir Mansell. So, 90, 91, 92. Ich weiß nicht, ob es er ist, aber es ist auf jeden Fall auch ein Dreifach-Weltmeister. Dann haben wir Fittipaldi. Emerson, zweimal. So, Austria, natürlich Lauda. Und Rindt. Das ist auch easy going. Wir haben dann noch Alan Jones, den man vielleicht jetzt nicht so kennt. Genau, den vergesse ich nämlich uroft. Surtees, glaube ich, heißt der. Genau, den vergesse ich auch oft. Der hat nämlich nur einen Titel. 67 Neuseeland. Das könnte der Brabham sein. Ist das vielleicht Brabham? Nein, der ist sogar dreimal Weltmeister. Vierfacher Weltmeister aus Frankreich. Natürlich den Godfather Senna dürfen wir nicht vergessen. Aber den ich gerade gemeint habe, war natürlich der gute alte Alain Prost. Und dann haben wir auch schon natürlich noch den größten aller Zeiten, Schumacher. So, dann haben wir mal alle bis 80 voll. Und dann geht's los. Hunt natürlich. Aus den legendären Fight 78. War natürlich auch ein guter Fahrer. USA. Könnte Andretti sein, der Mario. 79, RSA. Was ist denn RSA überhaupt für ein Land? I am stupid. Der erste war natürlich Fangio. Das war der zweite. Farina war der erste. Farina. Na, falsch geschrieben. Farina. Giuseppe Nino Varina, der erste aller Zeiten. Ich habe es letztens auf TikTok ein Video gemacht, wo er gerade in seinen Heim Grand Prix den Titel holen konnte. Er hat Geschichte geschrieben. Italiener 52-53. Hatten wir mal hier auf YouTube eine Alberto Ascari-Karriere. 1958 Großbritannien. Und ein ganz großer fällt mir gerade auf, fehlt noch. Natürlich Sir Jackie Stewart. Der Stewart. Sorry. Okay, so. So, einer 67, zweifacher Großbritannien. Natürlich, Jim Clark. Auch, Clark. Genau so. Ein wirklich toller und begabter Fahrer, der viel zu früh gestorben ist. 67 Neuseeland. Da hätte ich Brabham gesagt, aber da gibt es noch einen zweiten, der mir bestimmt jetzt nicht einfällt. Jody Scheckter. Scheckter fällt auch noch, genau. Der ist 79. Den habe ich nämlich in meinem ein Modellauto. Wirklich ein Modellauto. Das zeige ich euch vielleicht am Ende des Videos. 58 Brite. Jetzt wird es echt dünn. Jetzt wird es sehr dünn und 67. Wie viele fehlen noch? Drei. Wo fehlt noch einer? 97, ja, Villeneuve, der fällt mir bei Gott nicht ein, wie man den schreibt. Ich wusste, dass es Villeneuve ist. Ich guck mal, wie man den schreibt. Villeneuve. V-I-L-L-E-N-E-U-V-E. Dass ihr es wisst, ich habe nur Jacques Villeneuve gegoogelt. Ja, den, ich wusste ihn, ja, aber ich weiß einfach nicht, wie, wann der. 67 Neuseeland und
58 Großbritannien. Ein Brite, der nur einmal Weltmeister geworden ist, ist... Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auf jeden Fall, dass es viele Briten in der Vergangenheit gab. Ich wurde... wie heißt der? Sir... Es muss auf jeden Fall ein Sir sein. Sir... Sterling Moss, aber ich glaube, der ist kein Weltmeister. Nein, der ist kein Weltmeister geworden. Nein. Fuck. Zwei fehlen. Und ich wusste genau, dass es in den 50ern und in den 60ern hängt, weil es da wirklich echt schlimm ist. Ich wusste noch, Alan Jones, der ist echt schwierig für manche. Den kenne ich noch, so ein bisschen vom Sehen hören. Aber bei James Hunt, Jody Scheckter, das sind so Fahrer, ach, das ist echt schwierig. Das ist echt schwierig. Australien, also Neuseeland. Ich kenne den guten Brabham natürlich. Aber der ist viel früher geworden. So, Neuseeland. Und wo ist der andere hier? Aus Großbritannien. Das Land ist auch sehr interessant, wo ich mich gefragt habe. Achso, 67 ist Neuseeländer, ja. A few moments later. Give up. Und es wäre Mike Horton. Natürlich. Er war ein richtiger Sau. Sorry für den Begriff. Er war ein richtiger Unmensch im Fahren. War auch verantwortlich für den schlimmsten Unfall der Formel 1, für das schlimmste Wochenende, das schwärzeste Wochenende der Formel 1 Geschichte. Ich glaube, das war Le Mans damals, 1958, 59, 60, irgendwas da. Mike Horton, ich wusste nicht, dass der Weltmeister, und ja, Danny Halm, kenne ich nicht. Kennt ihr den Danny Halmy oder Halm? Sorry Leute, wusste ich nicht. Wie viele hättet ihr gewusst? Schreibt es unbedingt gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. 94% ist schon eine Hausnummer. Mike Horton. Der hätte kommen können. Aber ja, da musst du auch mal weiterdenken. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Und ich möchte noch ein Quiz am Ende hier dranhängen. So, wir gehen noch in ein, zwei chillige Runden. F1 Quiz von Formel1.de, weil das ist echt eine coole Seite, man kann da echt coole Sachen machen. Und vor allem wird das auch immer gespeichert, der Fortschritt. Wir fangen mal an. Auf welcher Strecke fuhr Timo Glock 2009 die schnellste Rennrunde des Rennens? Die schnellste Runde des Rennens. Valencia, Singapur, Barcelona oder Monza? Ich habe gar keine Ahnung. Nachdem ich weiß, dass Valencia auf jeden Fall im Kalender drin war, Singapur war auch schon im Kalender, Monza natürlich auch und Barca auch. Wir sagen immer mal Monza. Es war Valencia, natürlich. Welcher Formel 1 Playboy feierte am 3.6.1973 sein Debüt? Muss natürlich James Hunt sein, natürlich. Er ist natürlich auch immer noch ein Schnuckelchen, no homo. Wie alt war Graham Hill, als er zum ersten Mal Formel 1 Weltmeister wurde? Ich weiß ja, die Fahrer damals waren etwas älter. Und deswegen kann ich mir gut ein Alter von 30 vorstellen. 33 sogar. Ich wusste, älter auf jeden Fall. Zum wievielten Mal wurde Emerson Fittipaldi 1972 Weltmeister? Er ist 73 nochmal Weltmeister geworden. Er ist nur dreimal Weltmeister geworden. 6 stimmt nicht, 5 stimmt nicht, 4 hat er ja auch nicht. Dann wurde er zum ersten Mal. Okay. Wie viele Rennen müssen pro Formel 1 Season mindestens ausgetragen werden? Ach, das habe ich gehört. Ich glaube, es ist 8. Ja, das habe ich mal gelesen für euch, für ein Video auf TikTok. Cash-Pilot, Andrea De Cesaris, sah zum wievielten Mal seiner Rennkarriere die Zielflagge nicht? Zu wie viel Prozent seiner Rennkarriere? Da sind wir assi und nehmen wir echt 71? Das wäre schon sehr assi. Ach du Kacke, in 3/4 seiner gestarteten Rennen nicht beendet. Welcher Fahrer gewann in ihrer Titelseason? Was? Ihrer Titelseason nur ein Rennen. Titelseason. Ach fuck. Welcher Fahrer? Mike Horton, Alain Prost, der war nicht so, der hat mehr Siege geholt. Keke Rosberg weiß ich auf jeden Fall und Niki Lauda könnte wahrscheinlich der Titel, nein, da hat er keinen Titel. Mike Horton, Keke Rosberg, ich sag das mal. Ja, wirklich, toll. Seit wann ist Pirelli alleiniger Reifenausstatter der Formel 1? Die waren da, ich glaube bis 9, oder?
Ah, 11 sogar. 10 gab es noch Bridgestone, okay. Wie lautete der Spitzname des französischen Formel 1-Piloten Maurice Trintregant? Le Professor ist nicht. Le Cheval, Le Fanter, Le... Nehmen wir das. Okay, das war echt Glück. Das war Glück. Beim welchem Team begann Lewis Hamilton seine Karriere? Natürlich, das ist noch nicht so lange her. Es war McLaren und hat auch damals direkt den Vizetitel geholt. Also da hat sich schon ausgezeichnet, welches Supertalent der ist. Ähnlich wie natürlich Verstappen, wie Vettel, wie Hamilton natürlich auch, Alonso und so weiter. Das sind halt alles Supertalente, die man nicht so oft findet. Ich würde fast sagen, Alonso gehört nicht ganz dazu mit Verstappen und Hamilton, aber auch ein Vettel gehört auf jeden Fall dazu. Gibst du denen das perfekte Material, sind sie einfach unschlagbar. Welcher Techniker entwickelte den 6... Das war Tyrrell, aber boah. Ross Brawn, der ist doch noch zu jung. Bruce McLaren war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt Champer oder Gardner. Gardner. Und die letzte Frage für heute. Warum fuhr David Coulthard in Monaco 1996 mit Michael Schumachers Helm? Wette verloren? Er hat ihn geklaut? Visier seines eigenen Helms beschlug ständig oder Marketing-Gag mit gemeinsamen Sponsor Marlboro. Das wäre natürlich ein Coup gewesen und das kann ich mir auch gut vorstellen. Ach okay, das war natürlich nur ein Anfang. Egal, Leute, vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Abonniert den Channel gerne und die Frage stelle ich euch noch. Und ihr könnt die natürlich beantworten. In welcher Kurve der Silverstone Circle verunglückte Michael Schumacher 1996? Ich weiß die Antwort, wisst ihr sie auch? Schreibt sie gerne in die Kommentare, lasst es mich gerne wissen. Abonniert den Channel gerne kostenlos und wir sehen uns hoffentlich wieder öfters hier auf YouTube. Bis zum nächsten Mal und ciao. Adrenaline, yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.